Gemeinsam arbeiten und Dinge neu gestalten. Die Kids vom Hoffi Club haben sich dafür ein spannendes neues Projekt ausgesucht. Das Clubmagazin braucht ein neues Layout und auch die Inhalte sollen ein bisschen frischer werden. Das Hoffi Club Magazin besteht ja schon seit diversen Jahren immer in der gleichen Form. Und wir wollten einfach mehr Interaktion in dieses Journal mit einbringen. Das heißt, dass die Kinder zum Teil damit arbeiten können, sich selbst einbringen können, aber auch neue Artikel lesen, über Events sich informieren können, die stattgefunden haben und einfach an der Entwicklung eines solchen Journals aktiv teilnehmen können. 10 Hoffi-Club-Mitglieder waren dabei, um wie in einer richtigen Redaktion Ideen für eine Neuauflage zu entwickeln. Also erstmal Redaktionskonferenz und Aufgabenverteilung für die Rubriken TSG-Profis, Hoffi-Club, Unterhaltung, Reportage und Foto sowie Fußballwissen. Diese 10 Kinder kommen hierher und werden in verschiedene Bereiche eingeteilt, die sie sich selbst aussuchen konnten und die sie selbst mit Inhalt gefüllt haben, was sie exzellent und super durchgeführt haben, mit ganz, ganz viel Spaß. Hoffi-Club-Mitglied Dennis wurde zum Kameramann und begleitete die Redaktionskonferenz, auf der neben Interviewgast Ben Breidenbach aus der TSG-Scouting-Abteilung später auch unser Club-Elch Hoffi vorbeischaute und sich die Ergebnisse zeigen ließ. Und was hat dir heute am besten gefallen? Also mir hat auf jeden Fall gefallen, dass wir das machen konnten, dass wir auch unsere Meinungen für das Heft sagen konnten. Mir hat es heute am allerbesten gefallen, damit ich hierher gekommen bin. Also ich fand es schon richtig toll, damit ich überhaupt hierher durfte. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, damit wir alle unsere Meinung äußern konnten. Ja. Am Ende eines ereignisreichen Tages haben die Kids seine Menge für das neue Heft erarbeitet. Das Clubmagazin erscheint 2-mal pro Saison und wird vor Weihnachten an alle Mitglieder verschickt. Wir dürfen gespannt sein.